Wer einen Hund hat, kennt das. Diese Tiere wollen einfach immer und überall ihre Nase reinstecken. Klar, denn ihr Geruchssinn ist so extrem gut. Durch Schnuppern finden sie am schnellsten heraus, ob sie es mit was Interessantem zu tun haben oder nicht. Und interessant ist zunächst mal nur, was lecker riecht. Deshalb steht beim Innehalten von Spürhund Abby an diesem Paket für die Zollfahnder am Flughafen Köln-Bonn noch lange kein Drogenfund fest, auch wenn sie jedes Mal zuversichtlich sein können. Jetzt müssen wir aber erstmal nachschauen, ob es wirklich das ist, was sie suchen soll. Weil wenn wir jetzt ein Päckchen voller Leberwurstbrote haben, wäre nicht so gut. Nun werden Leberwurstbrote eher selten interkontinental verschickt. Dennoch ist es nicht ganz so simpel, wie es aussieht, wenn ein Hund hier wirklich nach Drogen sucht und nicht nach Leckerli. Verbrecherfang ist wichtiger als Fressen, davon wird ihn niemand überzeugen können. Also folgt die Ausbildung durchaus einem hundegerecht einfachen Muster. Abby hat gelernt, dass ihr Hundeführer sofort ausgiebig mit ihr spielt und kämpft und rangelt, wenn sie tatsächlich Marihuana erschnuppert hat. Das erklärt auch wunderbar, wie wir unsere Hunde finden. Wir brauchen wirklich Hunde, die einen enormen Spieltrieb haben, die alles dafür tun, ihr Spielzeug zu kriegen. Und wenn das der Moment ist, ich finde es selber immer wieder schön zu sehen, wenn gekämpft wird. Und Abby muss natürlich auch gewinnen, das gehört dazu. Und das motiviert sie auch immer weiter zu suchen. Sobald er das Paket auf Abbys Empfehlung geöffnet hat, erkennt der Fahnder schon, was drin ist. Das ist ein bekanntes Bild für uns. Ein vakuumiertes Marihuana. Und man sieht mehrere Lagen. Eins, zwei. Und dann kommt die dritte Lage und die vierte Lage. Und obwohl so viele Lagen sind, so luftig verschlossen, kann Abby das riechen. Das Paket hat einen Straßenverkaufswert von rund 20.000 Euro. Beim Empfänger steht jetzt eine Hausdurchsuchung bevor, wahrscheinlich mit Hund. Die Absender wissen zwar, dass es die Spürnasen gibt, versuchen aber immer wieder, sie zu überlisten, etwa mit Senfpaste oder Kaffeepulvermatsche. Wir hatten auch schon Pakete, da waren irre viele Klosteine mit eingebaut. Für uns wirklich ein schwieriger Geruch. Die Hunde haben angezeigt, wie bei jedem anderen Drogenpaket auch. Also mir ist keine Art und Weise bekannt, wie man unsere Hunde austricksen kann. Aber die Fahnder verlassen sich hier nicht nur auf die Hunde. Es werden auch so viele Pakete wie möglich geröntgt. Und dieses angebliche Kunstwerk erschien da verdächtig, vor allem durch sein hohes Gewicht. Und tatsächlich, der chemische Schnelltest ergibt, das Ding ist voll mit Haschisch. Ist natürlich auch mal schön, wenn man was hat, was nicht sofort ersichtlich ist. Wir freuen uns über Marihuana, vor allem in der Größenordnung. Aber wenn man jetzt hier mal so ein raffinierteres Versteck hat, macht das unseren Job auch abwechslungsreicher und toller Treffer. Da freut sich der Mensch fast so überschwänglich wie der Hund. Seine Belohnung ist keine sofortige Rangelei, sondern das Frühstück nach Feierabend.